Es war die Saison der Katja Salzinger. Zum zweiten Mal Siegerin der Weltcup-Gesamtwertung. Dazu die Nummer 1 in Abfahrt und Super-G. Ein außergewöhnlicher Winter. Am liebsten erinnere ich mich mit an die beiden Goldmedaillen. Sowohl an die Abfahrtsmedaille, weil das natürlich eine Titelverteidigung war. Aber dann der Dreifach-Triumph in der Kombination. Das war auch ein einmaliges Erlebnis. Und eigentlich jetzt der heutige Tag natürlich mit dem Gesamtweltcup. Nie zuvor war der deutsche Skiverband so erfolgreich gewesen. 4 von 5 möglichen Einzeltiteln wurden gewonnen. Den letzten sicherte sich heute Martine Ertl im Riesenslalom. Ich glaube, in den schnellen Disziplinen ist Katja Salzinger totaler Maßstab für uns und da kann man sich viel abschauen. Im Riesen ist es dann vielleicht wieder umgekehrt oder auch für die Hilde, da kann sie von uns lernen. Und im Slalom haben wir gewusst, jetzt können wir eigentlich vorne mitfahren mit der Hilde. Und da habe ich auch gewusst, dass ich im Training so fahren kann wie die Hilde und das hat mich auch motiviert. Und es ist einfach gut, dass wir 3 Mädchen in der Mannschaft haben, die überall fahren, mitfahren können. Beste Einzelkönner, bestes Team. Da war der Pokal für die Nationenwertung logischerweise in besten Händen.